Mir wurde vorgeschlagen, ein Video zu machen über Dinge, die man in der Schule nicht lernt, die aber trotzdem wichtig fürs Leben sind. Und deswegen gibt es heute meine Top 5 Tipps fürs Leben in, aber auch nach der Schule. Nummer 1. Im echten Leben gibt es keine Spickzettel. Ich sehe ein, dass es manchmal bitter nötig ist, sich einen Spickzettel für eine Klassenarbeit zu schreiben, wenn man einfach keine Lust mehr hat, sich die Jahreszahlen irgendwelcher semi-wichtigen Ereignisse weiter in den Kopf zu prügeln. Aber im echten Leben gibt es keine Spickzettel. Wer in der Schule nicht lernt zu lernen, der wird im echten Leben aufgeschmissen sein. Letztendlich kommt man mit Fleiß und harter Arbeit weiter, nicht aber mit Geschummel. Nummer 2. Fehler sind gut. Wer fühlt sich nicht schlecht, wenn er eine Arbeit zurückbekommt, die durch und durch rot angestrichen ist? Aber jeder Fehler ist letztendlich ein Schritt nach vorne. Man hat sich getraut, etwas auszuprobieren. Mag sein, dass man gescheitert ist, aber das nimmt man als Erinnerung mit in die Zukunft, um zu vermeiden, denselben Fehler noch einmal zu machen. Denn nur aus Fehlern kann man letzten Endes lernen. Nummer 3. Aufstehen, wenn andere sitzen bleiben. Leider gibt es hier immer wieder Menschen, die euch oder andere nicht mögen und das teilweise auch sehr, sehr deutlich machen. Seien es fiese Lehrer oder auch Mitschüler, die andere Mitschüler runtermachen. Steht auf gegen so etwas. Natürlich ist es leichter, im Strom zu schwimmen und nichts zu tun oder sogar mitzumachen. Aber wer weiß, wann sich die Masse vielleicht einmal gegen euch erhebt. Und zweitens, was diesen Punkt betrifft, wenn euch euer Umfeld runterzieht, dann müsst ihr nicht wie die Ratten auf dem Schiff bleiben und mitertrinken. Es wird immer Leute geben, die wie ein Häufchen Elend sitzen bleiben und im Selbstmitleid versinken. Bringt euch das weiter? Wohl kaum. Manchmal müssen wir Menschen hinter uns sitzen lassen, die uns nicht gut tun, um voranzukommen. Auch wenn das vielleicht Menschen sind, die uns früher einmal sehr, sehr wichtig waren. Nummer 4. Die wichtigsten Noten gibt man sich selber. Was glaubst du, wie viele Menschen sich in 10 Jahren noch dafür interessieren, ob heute deine Lehrer oder deine Eltern oder sonst irgendwer mit dir zufrieden ist? Genau, gar niemand. Dein Weg ist dein Weg und das Wichtigste ist, dass du mit dir selber zufrieden bist. Magst du, wer du bist, mit deinen Stärken und Schwächen? Magst du den Weg, den du gehst? Wenn nicht, dann ändere den Weg. Aber geh deinen Weg und nicht den Weg, den irgendjemand anders möchte, dass du ihn gehst. Und Nummer 5, wenn man etwas von ganzem Herzen erreichen möchte, dann kann man es auch erreichen. Das schaffst du niemals, dafür bist du viel zu schlecht. Dazu sind deine Noten nicht gut genug, gib's einfach auf. Bullshit. Wenn man etwas wirklich von Herzen erreichen möchte, dann kann man es auch erreichen. Mag sein, dass das manchmal harte Arbeit bedeutet, aber nichts ist unmöglich. Lasst euch von niemandem einschüchtern, sondern geht, wie schon gesagt, euren eigenen Weg. Das waren meine 5 Tipps fürs Leben. Wie fandet ihr das heutige Video? Es ist ja doch eine Ecke philosophischer geraten, als meine Videos das sonst so sind. Soll ich sowas öfter mal machen? Lasst es mich mit einem Kommentar oder mit einem Daumen nach oben gerne wissen. Außerdem brauche ich natürlich wie üblich eure Themenvorschläge für kommende Videos unten in den Kommentaren. So, fertig kommentiert. Bevor ihr jetzt wegschaltet, gibt es hier unten noch 2 weitere Videos, die ihr euch unbedingt anschauen solltet. Außerdem macht Abonnieren natürlich intelligent und Wissen ist sexy. Vogelende.